Thorsten Marx, Wehrleitung der Verbandsgemeinde Sabuschkel. Ja, heute kurz vor 12 Uhr sind wir nach Pasch alarmiert worden. Dort sollte ein Landwirt unter einem landwirtschaftlichen Gerät eingeklemmt sein. An der Einsatzstelle fanden wir den Landwirt neben einem Traktor liegend vor. Ein 5-jähriger Junge stand in der Nähe des Traktors. Der Landwirt war ansprechbar und konnte nach Auskunft befragt werden. Er sei unter die zum Stehen kommende Maschine geraten und der 5-Jährige hätte diese Maschine mit dem Traktor wieder angehoben, sodass er sich unter der Maschine befreien konnte, eigenständig. Nach seinen Angaben hatte er ein Stück Stacheldraht, was sich an einer laufenden Walze verheddert hatte, wohl entfernt und dabei ist die Maschine wohl irgendwie auf ihn draufgekommen. Dem Landwirt ist zu verdanken, dass sein 5-jähriger Sohn bei den Arbeiten dabei war. Er hat die Maschine letztendlich von ihm angehoben mit dem Traktor und er ist damit also der Held des Tages und hat seinem Vater so das Leben gerettet.